Wie viele wirst du noch töten, um die Welt zu retten? Was wird noch übrig bleiben, wenn du sie gerettet hast? Jetzt werde ich hier wieder so festgehalten. Bist du okay, Larry? Ja, Dude. Ich habe nur etwas in meinem Auge. Ich habe dir von diesem Film erzählt. Der ist sehr emotional. Er ist einfach so schön. Ich hoffe, dass sie bis zum Ende zusammenbleiben werden. Sie verdienen es, glücklich zu sein nach dem ganzen Scheiß, den sie erlebt haben. Yeah. Hey Larry, was denn? Dass mich jemals jemand lieben kann, so wie sie es tun? Wer würde dich nicht lieben? Sei nicht dumm. Du bist Sallyface. Du bist perfekt, Jude. Natürlich kann Neil mitkommen. Ich bin überrascht, dass du ihn so höflich gefragt hast. Nee. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass es so lange gedauert hat, bis du gefragt hast. Und irgendwas mit seinen ist jetzt zu Ende. Das ist, warum ich gewartet habe. Ich bin froh, dass er bei uns ist. Ich bin mir sicher, Larry will das auch. Ich dachte, dass er innerhalb des nächsten Jahres nicht umziehen will. Richtig, also danke. Neil wird aufgeregt sein, und wenn er die Neuigkeiten erfährt. Und ich werde sehr glücklich sein, wenn ich ihn nah bei mir habe. Oh. Was ist los, Sal? Ich bin einfach nicht gut in diesen Dingen. Es tut mir leid, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Es gibt nichts, wofür du dich entschuldigen musst. Ich habe eine ganz lange Zeit darauf gewartet, mit dir zusammen zu malen. Du bist ein, ja, mir liegt's auf der Zunge. Du bist ein wahnsinniger Künstler. Wahnsinniger Künstler, Ash, und ein wundervoller Lehrer. Ich werde niemals so gut sein wie du. Sicher kannst du das. Alles, was es braucht, ist praktische Übungen. Determination? Hä? Aber nur wenn du willst, okay? Du musst nicht in allen gut sein. Manche Dinge machen wir einfach, weil es Spaß macht und weil wir es mögen, sie zu tun. Oder einfach, weil wir Zeit mit den Leuten verbringen wollen, die wir mögen. Ich denke, dass du recht hast. Und ich genieße die Zeit zusammen. Sehr sogar. Ich bin sehr froh, das zu hören. Wenn du malen möchtest oder wenn du einfach nur mit mir abhängen möchtest, dann lass es mich wissen. Oh, Ashley. Ich wünschte, du hättest dich gesehen, wie ich dich gesehen habe. Du warst kein Fehler in meinen Augen. Du warst immer für mich da. Du hast mir Hoffnung gegeben, wenn ich es am meisten gebraucht habe. Auch wenn du die schrecklichen Dinge gesehen hast, die ich getan habe.
Auch wenn du die Gründe nicht verstanden hast, warum ich mich dazu entschlossen, warum ich mich zu diesen Dingen entschlossen habe. Du hast bei mir gestanden. Das hat mir sehr viel bedeutet. Das Ritual benötigt den finalen Schritt. Says the power of the blade of Osiris. Also man soll irgendwas mit der Power von Osiris machen oder vom Schwert von Osiris. Blade ist doch Schwert, oder? Oh. Was passiert mit mir? Ash, kannst du mich hören? Sel, wo bist du? Das Ritual hat eine Kraft in mir erweckt. Aber ich kann nicht wieder in deine Welt zurück. Du musst mein Schwert in der Dunkelheit sein. Diese Kraft, die ich fühle, bist das du? Ja. Ach du Scheiße, Sel. Ja, red nicht darüber. Okay. Wow. Danke, dass du mir in dieser Sache vertraust. Ich hätte die Power nicht alleine tragen können, Ash. Also danke ich dir. Also lass uns losgehen und einigen von den Kultisten in den Arsch treten. Okay, ich gehe in die falsche Richtung. Es war so klar. Schon krass, wie das aussieht. So halt. Yeah, ich mache euch jetzt alle fertig. Vorausgesetzt, ich laufe dich wieder in die falsche Richtung. Wo soll ich denn hin? Wo sind sie alle hin? Die innere Kammer ist abgeschottet. Wie werden wir jetzt reinkommen? Ich denke, ich kann uns hineinführen, hineinbringen. Okay. Wie? Der kann das mit dem F nicht. Oh, okay. Ach du Scheiße. Okay. Ja gut, das werden wir jetzt mal nicht durchlesen alles. Save. Ich liebe es, wenn wir wieder neue Sachen öffnen können und keine Kombinationen haben. GUAC sehe ich da oben, aber ich sehe keine Nummern. Was zur Hölle ist das? Okay. Gibt's da irgendein Bild zu? Was ist das? Irgendwie habe ich aber die Befürchtung, dass ich eigentlich... Was ist das? Tür 5?
Ich habe gerade irgendwie die Befürchtung, ich verpasse hier gerade so einiges. Tür 4. Scheint uns gerade aktuell nichts zu bringen. Ist das gleiche. 2 auch. Das habe ich mir jetzt schon gedacht, dass das wahrscheinlich die Pyramiden sein sollen. Da müssen wir vorher irgendwas hier machen. Ja, keine Ahnung. Wieso ist der jetzt ins Menü reingegangen? Vielleicht haben wir hier noch irgendwie einen Hinweis. Hä? Oh nee, oder? Ja, toll, jetzt kommen wir da nicht mehr rein. Ja, was machen wir jetzt hiermit? Kann ich das anlassen? Zeigt ihr mir dann irgendwie? Moment. 3, 1. Dann ist das zumindest richtig. Dann mache ich den auch mal an. Okay. Was ist passiert? Keine Ahnung. Der Safe, der Safe. Ich habe schon überlegt, ob hier vielleicht irgendwo. Da sind ganz viele Daten. Man könnte jetzt von vorne anfangen, wobei das. Ja, das sind 2. Da ist ein Apostroph dran. Das wird es wohl eher nicht sein. Obwohl 1983, Initiation, das ist doch eigentlich so ein. Ja, wie eine Art Feiertag quasi für die, oder? Probieren wir das mal aus. 1983. Ansonsten müssen wir wirklich mal alles von oben durchgehen. Okay. Also, der Jim hat einen Brief an Lisa geschrieben, dass er weiß, dass sie und Larry ihn dafür hassen müssen, dass er gegangen ist. Ich werde euch das jetzt allerdings nicht auch noch alles übersetzen, weil sonst kommen wir ja gar nicht mehr weiter mit dem Let's Play. Ihr könnt es gerne pausieren und euch das Ganze durchlesen und selbst übersetzen. Aber wir müssen hier mal.